Wir lesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 29. August. Der Gerechte ist getrost wie ein junger Löwe. Sprüche 28, Vers 1. Wie so etwas aussieht, hat der König Salomo in einem anderen seiner Sprüche erklärt. Der Löwe hat einen feinen Gang und kehrt nicht um vor jemanden. Dem getrosten Löwen tritt also manches Böse in den Weg, aber er bleibt getrost und geht darauf los. Was das für uns bedeutet, hat Luther schön erklärt in einem Brief an Michael Drossel. Ihr suchet und begehret zwar den Frieden, aber verkehrt. Wisset ihr auch, dass Gott darum so wunderbar ist in seinem Volk, weil er den Frieden in die Mitte keines Friedens gestellt hat? Das ist mitten unter aller Versuchung. Er hat also nicht einen Frieden, den niemand stört, sondern einen solchen, der, wenn ihn alles beunruhigt, alles ruhig mit Frieden duldet. Dazu eine Geschichte aus der Bibel. Vor der Insel Malta strandete ein Schiff. Eine furchtbare Lage. Die wilde Brandung zerschlug langsam und sicher die Planken. Was sollte werden? Eine wilde Panik brach aus. Ein Kampf aller gegen alle. Da steht auf einmal der Apostel Paulus unter dem erschrockenen Volk. Für ihn war die Lage noch viel furchtbarer, denn er ging seinem Prozess und vielleicht seiner Hinrichtung entgegen. Ihm drohte der Tod, so oder so. Aber nun tönt seine laute Stimme über das Deck. Jetzt wäre es am besten, wenn wir alle erst einmal etwas essen wollten. Dann nahm er Brot, dankte laut seinem Gott und aß. Da wurden alle guten Mutes, sagt die Bibel, und nahmen Speise. Der Gerechte ist getrost wie ein junger Löwe. Warum? Wegen seiner Gerechtigkeit, die ihm Gott um Jesu willen geschenkt hat. Wer an Jesus glaubt, der ist vor Gott gerecht. Und das macht so getrost. Herr Jesus, lass uns dein Heil viel ernster nehmen, als wir es bisher getan haben. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.